frei. Hä? Ich fahre auch nicht frei. Du hast drei Autos. Sehr klapprige Technik hier. Ja, was hast du denn zu dem Spiel? Ja, ne, ist ganz lustig, aber das Lenkrad hätte mal besser halten sollen. Ja, ich mache das gleiche Meinung. Moin meine Freunde, ich bin kurz ein bisschen weg hier. So. Ja, wie man so schön sieht, wir sind noch zu Hause, das heißt noch, guckt mal auf die Uhr, es ist gerade kurz vor 6, heute ist der dritte Tag bei der Gamescom und heute ist im Übrigen auch der vollste Tag bei der Gamescom, deswegen sind wir heute schon 2 Stunden eher aufgestanden und werden auch eher losfahren, da wir sonst wahrscheinlich in kein Spiel mehr kommen werden. Und man da natürlich rechtzeitig da sein muss. Wir werden heute wahrscheinlich in 4-3 Star Wars Old Republic und Portal 2 gehen. Ob wir dann noch Zeit haben werden für ein anderes, das werden wir dann sehen. Auf jeden Fall kommt dann morgen Augenmerk auf Call of Duty Black Ops und diese ganze Move und Kinect Geschichte. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß. Ich werde vielleicht zwischendurch mal noch ein bisschen was aufnehmen, ein bisschen rumführen, fuhren, man merkt, es ist früh morgens. Und dann werden wir vielleicht noch ein paar Interviews führen, man weiß es nicht, vielleicht finden wir noch ein paar Leute, ja. Sollen ja auch ein paar mehr kommen und da wird sich schon sicher was ergeben. Also, bis gleich. Ja, das erste, was wir angespielt haben, beziehungsweise ich angespielt habe, ich habe mich direkt mit Blut und Eisen nach The Old Republic begeben. War ganz lustig, hat eine Stunde gedauert, man kam rein, 15 Minuten lang Intro von dem Entwickler gelabert worden ist und danach gab es 15 Minuten Gameplay-Erklärung, 15 Minuten was über die Klasse, dann konnte man endlich 15 Minuten wieder lang spielen. Das Ganze hat, wie gesagt, eine Stunde gedauert. Ich habe eine Schmugglerklasse, eine von 4 angetestet und ich muss sagen, das Spiel war zwar noch eine Beta, aber war schon ganz ordentlich gemacht. Release haben sie noch nicht angegeben, einen konkreten, und ich bin mal gespannt, ob es irgendeine Closed Beta oder Public Beta noch folgen wird. Also ich war schon sehr angetan von dem Spiel, es war sehr toll. So, jetzt streck mal deine linke Hand ein bisschen weiter nach oben aus, also ungefähr. Ja, ein bisschen weiter rüber. Nein, mit dem Körper ein bisschen weiter rüber und die Hand so halten. Ja, ein bisschen anwinkeln noch. Ja, noch ein bisschen. Noch ein bisschen. So, ja, Thomas hält ein Bier in der Hand. Geil! So, okay. Alles klar. So viel war schon okay. Ja, da bin ich jetzt und ich hatte ja, du Arsch, hatte ja. Ich hab's nicht gekriegt. Ich habe mir ja Portal 2 vorgenommen und ich kann nur eins sagen, ich bin regelmäßig wirklich enttäuscht geworden. Es liegt daran, dass man gar nicht spielen durfte, sondern es waren nur, man könnte sagen, zusammengeschnittene Szenen aus den E3-Trailern. Ja. Und wenn man die gesehen hat, konnte man sich dann eigentlich schon sparen. Worauf ich mich eigentlich auch gefreut habe, war, dass ich ein cooles Portal 2 geschenkt bekomme. Habe ich auch nicht bekommen. War schon alles weg. Dafür habe ich eine tolle Karte bekommen, wo man ein Spiel bekommt, also umsonst. Und einen Freund kann man das auch noch geben. Also sozusagen 2 Spiele auf einer Karte. Und ich habe die Befürchtung, dass es Portal 1 ist, was ich aber auch schon habe. Und ja, das war's eigentlich auch schon. Mehr kann ich dazu eigentlich sagen. Ja, 4-3. Was gibt's dazu zu sagen? War gut. Nein. Ja, wunderschön. Ja, man durfte in einen abgedunkelten Raum mit ganz großen, ungefähr solchen breiten Bildschirmen antesten. Und es gab 2 Szenarien. Einmal in einem abgewrackten Haus, so ein bisschen Cannon-like. Und dann gab es noch eine so Security-Hauptquartier, Headquarters, was weiß ich. Ich durfte dann das tolle Haus einspielen und muss sagen, es gefällt mir sehr gut. Nach dem etwas mauen zweiten Teil kommt wieder
ja, ein bisschen mehr Grusatmosphäre auf. Ich habe mich sogar zwei, dreimal bin ich ein bisschen zusammengezuckt. Die Texturen sind stärker geworden, die Effekte sind besser geworden. Gameplay ist im Prinzip das alte wie sonst auch. Man hat seine Nachkampfmöglichkeiten, man hat seine Slow Motion, die zum Glück auch nicht mehr so hinbar ist wie im zweiten, sondern auch ein bisschen schneller leer ist. Dann gab es Waffen zum Antesten. Einmal eine normale Pistole natürlich, dann eine die Double Pistols, Akimbo-Uzis und eine Schrotflinte. Das Szenario spielte, wie gesagt, in einem alten Haus. Man musste, ich habe kaum was verstanden, also das einzige Manko war, dass man vielleicht hätte ein paar Kopfhörer dazulegen können, damit man vielleicht auch mal ein bisschen was vom Spiel versteht. Dann musste man sich den Games-Controller vorher angucken, bevor man losgehen konnte. Man konnte ihn nicht überspringen, also für die Leute, die ihn schon gesehen haben, ist er dann nachher ein bisschen langweilig. An sich sehr gut aufgebaut, auch das Ding, wo wir drin saßen, beziehungsweise ein paar konnten sitzen, ein paar nicht. Und es gab verschiedene Versionen, sprich PlayStation 3 und Xbox 360, also für jeden einfach was mit dabei. Ja, insgesamt mein Highlight eigentlich, man durfte so lange spielen, bis man, wie man wollte im Prinzip, bis das Level dann immer zu Ende war. Das war so knapp 20 Minuten, eine halbe Stunde, also sehr umfangreich. Und ich finde, so hätten es andere Entwickler auch machen sollen. Also von daher gefiel mir sehr gut. So, liebe Freunde, Tag 4, sprich der letzte Tag, the last time, und heute geht's nach, was wir überlegen, Killzone 3, Castlevania und Fallout New Vegas. Ich bin schon am überlegen, wenn es schnell gehen sollte, ob ich noch kurz bei Brink vorbeischneiden, der auch ein Ego-Shooter, soll ja auch ganz cool werden, und danach werden wir uns mit Kinect und Move befassen, vielleicht noch ein paar Interviews führen, und dann ist für uns der letzte Gamescom-Tag dann leider auch schon wieder vorbei. Ja, wir hoffen, es hat euch bis jetzt Spaß gemacht und ihr werdet uns jetzt auch den vierten Tag verfolgen, und wir wünschen viel Spaß. Of the whole Gamescom. It's a lot of questions. I've been here since Thursday. Yeah.